Was unterscheidet einen erfolgreichen Trader von einem noch nicht erfolgreichen Trader? Das ist eine Frage, die ich auf all meinen vielen Vorträgen stelle und auch auf jedem Seminar, bevor wir starten. Ich frage immer zwei Fragen, und zwar, wer von euch führt ein Trading-Journal? Und ca. 20% der Anwesenden hebt dabei die Hand. Die zweite Frage, die ich stelle, ist, wie viele von euch sind zwischenzeitlich schon profitabel? Und zwar nicht in den letzten 5 Tagen, sondern auf eine Sicht von 6 bis 12 Monaten. Und auch hier haben wir ungefähr 20% der Teilnehmer, die das bejahen. Das Beeindruckende ist, dass die größte Schnittmenge bei denen ist, die ein Trading-Journal führen. Das heißt, bis zu 80% derer, die ein Trading-Journal führen, sind auch erfolgreich. Was bedeutet das? Nicht jeder, der ein Trading-Journal führt, ist automatisch erfolgreich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du ein Trading-Journal führst, erfolgreich wirst, ist überproportional hoch. Die Kehrseite dieser Medaille heißt aber auch, du führst kein Trading-Journal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein erfolgreicher Trader wirst, sehr, sehr schlecht. Du kannst noch so viele Dinge ausprobieren, noch so viel Erfahrung sammeln. Wenn du kein Trading-Journal führst, ist es sehr, sehr schwer, erfolgreich zu werden. Aber warum ist das so? Nun ja, ein Trading-Journal, wie gesagt, ist kein Garant dafür, dass man ein erfolgreicher Trader wird. Aber wenn du ein Trading-Journal führst, und zwar hier jeden einzelnen Trade, den du gemacht hast, dokumentierst, hast du die Möglichkeit, aus deinen Fehlern zu lernen. Es ist nämlich so, dass man am Anfang, wenn man einen Trade beendet hat, noch nicht immer genau weiß, wieso, weshalb, warum ist der Trade jetzt im Gewinn oder im Verlust geendet. Wenn du aber eine Vielzahl von Trades hast, 50, 100 und mehr, kannst du aus diesen Ergebnissen heraus ablesen, warum du immer im Verlust landest. Es gibt viele Trader, die erfolgreich sind, die Trefferquoten haben, die zwischen 50, 60, ja bis zum Teil 70% sind. Aber die Mehrzahl der Trader, gerade in den ersten Monaten, die haben eine Trefferquote, die eher bei 40% und niedriger liegt. Das hat natürlich einen Grund. Das eine ist zum Teil das fachliche Wissen, aber zum anderen eben auch, dass sie gar nicht genau wissen, wo liegt denn genau der Fehler. Ist es das Handelssetup? Ist es das Produkt? Ist es die Uhrzeit, zu der ich handle? Oder ist es die Zeiteinheit? All das kannst du aus einem Trading-Journal heraus lernen. Das heißt, wichtig ist, anzufangen, ein Trading-Journal zu führen. Wenn du es führst, herzlichen Glückwunsch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreicher Trader wirst, liegt sehr, sehr hoch. Weil, wie gesagt, du hast dann die Chance, aus deinen Fehlern zu lernen. Denn wenn du das machst, du hast zwar vielleicht Geld in deinen Trades in der Vergangenheit verloren, das Geld ist aber nicht weg, weil du kannst aus der Erfahrung neue Dinge lernen. Wenn du aber kein Trading-Journal bisher geführt hast, dann solltest du überlegen, das in Zukunft zu tun. Denn dann ist das Geld, was du investierst, was du vielleicht auch verloren hast, eine Investition in die Zukunft. Denn nur aus Fehlern kann man im Trading lernen. Das weißt du auch selber. Wenn du einen guten Trade gehabt hast, der im Plus gelandet ist, dann macht man da sehr schnell einen Haken dran, ohne drüber nachzudenken, war das jetzt eigentlich ein Trade, der fachlich korrekt war und der genauso gelaufen ist, wie ich es in meinem Handelsplan stehen hatte. Drüber nachdenken über die Trades tun wir meistens nur dann, wenn wir Verlusttrades haben. Im Regelfall geben wir anderen die Schuld dafür, dass es ein Minustrade war. Besonders schwierig ist auch, man kann alles richtig machen im Trading und man verliert trotzdem. Das ist das emotionale Problem im Trading. Denn in anderen Berufen ist es ja meistens nicht so. Wir machen etwas, was positiv ist und das führt in der Regel auch zu einem positiven Ergebnis. Im Trading ist es komplett anders. Du kannst alles richtig machen und trotzdem Geld verlieren, weil die Marktsituation einfach nicht gerade geschaffen ist für deinen Trading-Ansatz, den du im Moment gerade führst. Langfristig gesehen ist es so, wenn du alles richtig machst im Trading, wirst du auch erfolgreich sein und kontinuierlich zweistellige Renditen erzielen. Im besten Fall sogar einfach mal Jahre haben, wo du sogar dreistellige Renditen erzielst. Aber wie gesagt, umgekehrt, wenn du Fehler im Trading hast, wirst du eben auch meistens bestraft fürs Trading und da wirst du eben Verluste erleiden. Das Schlimme ist nur, selbst wenn man alles falsch macht, wird man trotzdem auch Gewinne machen. Und dann denkt man sich, naja, vielleicht war es doch richtig, den Stop wegzuziehen oder den Stop schneller nachzuziehen oder Gewinne zu realisieren, obwohl dein Handelsplan dir sagt, nein, das ist ein Fehler.
Und all das kannst du aus einem Trading Journal herauslesen. Wichtig ist aber, dass du den ersten Schritt machst und ein Trading Journal führst. Deswegen meine Bitte an dich, wenn du erfolgreicher Trader werden möchtest, ist es nicht nur wichtig, einen guten Handelsplan zu haben und diesen zu befolgen, sondern auch anzufangen, ein Trading Journal zu führen. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Du kannst es herkömmlich machen, wie ich es vor über 20 Jahren auch angefangen habe, indem du jeden Trade ausdruckst, alles dazu aufschreibst und das Ganze in einer Mappe sammelst. Das Problem ist hier nur, das Auswerten fällt hier schwieriger. Viel einfacher ist es mit einer Excel-Tabelle, wo du einfach die wichtigsten Dinge notierst. Was für einen Wert hast du gehandelt? Wann bist du eingestiegen? Wie viele Stückzahlen? Welches Risiko hast du gehabt? Wann bist du ausgestiegen? Mit welchem Setup bist du ausgestiegen? Welche Emotionen hattest du dabei? Und am Ende machst du auch noch einen Screenshot von deinem Trade. Und zwar bevor du eingestiegen bist, nachdem du ausgestoppt worden bist oder einen Teilverkauf gemacht hast und am besten auch noch ein, zwei Tage später, um zu sehen, wie hat sich der Trade entwickelt. Und werte diese Trades nicht unbedingt immer sofort aus, weil meistens ist es besser, die Trades sich am nächsten Tag anzuschauen, wenn man keine Emotionen mehr zu diesem Trade hat. Auch das ist ein eigenes Thema, Emotionen im Trading. Immer dann, wenn man noch in der Emotion ist, also an dem gleichen Tag, trifft man meistens die falschen Entscheidungen. Über Nacht ist es so, dass man in der REM-Phase Situation von Emotion trennen kann. Das heißt, wenn du dir am nächsten Tag den Chart anschaust und deinen Trade anschaust, weißt du häufig sehr genau, was du richtig und was du falsch gemacht hast. Und dann kannst du deine Auswertung wesentlich besser machen. Deswegen mein Tipp an dich. Fang an, wenn du es nicht schon machst, ein Trading-Tagebuch zu führen.